Also in unserem Paper, wir haben eine neue Prozessmodellierungssprache vorgestellt. Bei diesem Sprache kombinieren wir traditionelle hierarchische Prozessmodellierungssprache wie Prozessbäume mit partiell geordneten Graphen. Das ist wirklich mein erstes Paper über mein Promotionsthema. Und ich würde sagen, das war die Herausforderung. Und aber deshalb hatte ich auch Sebastian, weil er war da, um zu unterstützen. Vom Feedback, die ich im Konferenz bekommen habe, die Leute haben über die Vollständigkeit meines Paper geredet, dass man erstmal das Problem zeigt und gut motiviert. Ich habe dann die Sprache vorgestellt und dann auch dieses Proof of Concept gezeigt, um zu zeigen, dass wir unsere Arbeit auch praktisch nutzen können und dann auch am Ende die Evaluation. Also ich habe meine Arbeit und das Algorithmus in Pwn4Py implementiert. Das ist ein Library von unserem Institut. Möglicherweise werden mehr Leute an diesem Library interessiert mit dieser Arbeit.